erste Kartoffel. Genau, ich geh mal hier. Juhu. Schaut mal, beim Zwiebelschneiden bitte halbieren, den Strunk ranlassen. Sei der einzige Mann, der innerhalb von einer halben Stunde vier Küchen einsaugen kann. Schön. Ja, dann sage ich herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid beim Marketing Club Abend hier zu Gast bei Die Möbelmacher in Untergrumbach. Also wer sich im Vorfeld mal über die Möbelmacher, wer mal gegoogelt hat, der wird sich einen Ast gescrollt haben, weil da ist ziemlich viel zum Swipen und zum Scrollen und der hat auch vielleicht den Nachhaltigkeitsblog entdeckt. Und wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, die nachhaltigsten Ressourcen, die stehen, glaube ich, wo ist die Ute, die steht unten, die Gastgeberin des Abends. Und der Gastgeber neben mir, Herwig Danzer, vielen Dank für die heutige Einladung. Ja, danke, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Vor 34 Jahren haben wir 1988 haben wir dann eben die Möbelmacher gegründet. Es waren einfach auch Qualitätsgründe, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, nee, wir arbeiten jetzt nur noch mit eigenem Holz. Uns geht es tatsächlich darum, dass die Bäume hier über die Forstbetriebsgemeinschaft Nürnberger Land bzw. hier in der Region eben gewachsen sind. Ja, weil man denkt am Anfang, man hat ja gleiche Vorstellungen. Wenn die Vorstellungen konkreter werden, dadurch, ich habe ja dann einfach ein Blatt Papier und einen Bleistift und dann entstehen die Zeichnungen und die Scribbles und sowas. Und wenn das dann konkreter wird, dann stellt sich raus, dass sie zwar gedacht haben, sie haben eine ähnliche Vorstellung, aber es ist ja dann doch ganz anders. Und daraus jetzt eben was zu machen, mit dem beide gut leben können, das ist, wie gesagt, eine meiner Hauptaufgaben. Also das Material, das bei uns dann fertig ist, vom Wald bis so aus der Schleifmaschine raus. Das ist im Prinzip das, was wir regionale Waldschöpfungskette nennen. Diese Grundidee, dass unsere Leute entweder besonders ökologisch oder besonders reich oder besonders sind, wir haben im Prinzip alle möglichen Kriterien und verteilen sich völlig unterschiedlich. Herwig, ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Einladung heute an den Marketing Club. Das war ja der Wahnsinn, was du aufgetischt hast. Ja. Und es war alles richtig, richtig gut. Der Wahnsinn. Es ist fast wie Weihnachten eigentlich jetzt schon. Das ist nämlich unser Maskottchen. Oh. Er ist nicht ganz nachhaltig, außer du wirst ihn auf ewig behalten und nicht wegschmeißen. Dann ist nämlich Nachhaltigkeit doch wieder vollzogen. Verspreche ich. Ja, ja, ich hoffe, der geht an einen guten Platz bei dir. Wow, danke schön. Das ist toll, das ist aber... Danke dir. Dankeschön.